So, und noch eine Möglichkeit, etwas auszurichten, etwas speziell anzuordnen. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten noch und es gibt sicherlich für viele Varianten oder für viele spezielle Zeichnungen sinnvolle Möglichkeiten. Sehr allgemein ist das Ausrichten mit Hilfe spezieller Funktionen und dazu gibt es hier unter Objekt die Möglichkeit Ausrichten und Abstände ausgleichen. Das erscheint dann ebenso wie Füllung und Kontur in einem Fenster hier rechts. Und ich nehme noch dazu etwas anderes, und zwar Reihen und Spalten. Die werde ich aber ein bisschen später noch betrachten. Also, auch hier gibt es bereits viele Möglichkeiten. Ich denke, die sind aber weitgehend selbsterklärend. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Anzahl von Objekten und die sollen alle zueinander ausgerichtet werden. Die können zum Beispiel senkrecht übereinander angeordnet werden oder an einer Kante. Da gibt es dann übrigens eine Voreinstellung und zwar relativ, also ausrichten relativ zu dem, was zuerst oder zuletzt gewählt worden ist. Größtes, kleinstes Objekt, ich denke, das ist soweit klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wähle das hier an und zusätzlich noch mit Hilfe der Umschalt der Shift-Taste noch die anderen Objekte, dann ist das zuerst gewählte dasjenige, an dem die anderen quasi ausgerichtet werden, in diesem Fall also dann so. Ich denke, das ist aus anderen Programmen sicherlich auch bekannt. Also nichts Besonderes. Was noch ganz interessant ist, es gibt da also noch mehr Möglichkeiten außer dem Ausrichten. Es gibt auch das Verteilen. Das heißt, ich kann also Objekte regelmäßig verteilen. Nehmen wir mal an, hier meine Kugeln. Die sind ein bisschen unregelmäßig verteilt. Ich möchte sie gerne gleichmäßig verteilt in einer Reihe haben. Dann kann ich das, nachdem ich sie alle angewählt habe, zum Beispiel so machen. Also erstmal horizontal ausrichten und dann sagen, bitte verteile mir die Objektmittelpunkte gleichmäßig. Und dann habe ich sie eben gleichmäßig angeordnet. Ich kann das durchaus auch nutzen, um dadurch ein Gitter zu erzeugen, indem ich sage, ich nehme das, schiebe die mal hier gerade weg ein bisschen. Ich gruppiere das hier. Na Moment. Kopieren, also Steuerung G. Kopiere es vielleicht nochmal. Und habe jetzt drei Objekte, die ich dann jetzt wieder untereinander ausrichte. Und dann dafür sorge, dass die Abstände untereinander sind. So, dann habe ich eine rechteckige Anordnung. Allerdings. Naja, mehr oder weniger gut, stimmt halt der Abstand hier mit dem nicht überein. Wenn man so etwas in großen Mengen haben will, dann möchte ich gerne nochmal auf die Klonfunktion verweisen. Die ist da sicherlich wesentlich sinnvoller. Ja, was mal vielleicht hier noch zeigen. Es gibt hier noch verschiedene Varianten, verteilen, ausgleichen. Was vielleicht noch ganz sinnvoll ist, ist hier ein Stichwort Überlappung entfernen. Ich glaube, ich habe da noch nicht so eine richtige Anwendung bekommen. Was aber vielleicht interessant ist, wenn ich mehrere Objekte direkt nebeneinander anordnen will. Und dann kann ich das natürlich machen, indem ich zum Beispiel mit Hilfe der Alt-Taste die nahe beieinander bekomme. Ich kann aber auch hier sie alle markieren und dann auf dieses da gehen. Dann werden die Objekte gerade so weit bewegt, dass sie sich also nicht mehr überlappen und sich direkt also dann quasi berühren. Das ist ja auch eigentlich schon eine ganz nette Funktion. Da gibt es noch weitere Sachen. Zufälliges Verteilen, Objekte in Klumpen. Naja, also da muss ich gestehen, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Was ganz interessant ist, es gibt auch die Möglichkeit bei Bézier-Kurven die Punkte dann auszurichten, die Knotenpunkte auszurichten.
Und da erscheinen dann hier spezielle Werkzeuge. Und was ich machen kann, ist dann zum Beispiel etwas in der Reihe, also vertikal ausrichten oder zum Beispiel hier horizontal ausrichten. Und hier kann ich eben auch das Ganze horizontal verteilen, das heißt gleiche Abstände hinbekommen, für was auch immer man das verwendet. Aber das geht eben nicht nur für einzelne Objekte, sondern tatsächlich auch für die Knotenpunkte. So, damit habe ich schon gewisse Möglichkeiten, vor allem verschiedenartige Objekte eben anzuordnen. Jetzt gehen wir nochmal, das schließe ich mal und gehe auf dieses hier in Reihen und Spalten. Und da muss ich gestehen, habe ich zwar auch schon ein bisschen was rumprobiert, allerdings hat das leider nicht immer so funktioniert, wie ich es wollte. Nehmen wir mal an, ich will jetzt also hier diese Kugeln, Moment, ich tue die Gruppierung aufheben, dass sie einzeln sind, sonst kann ich es hier nicht anordnen. Und ich möchte die gerne in bestimmten Reihen und Spalten ausrichten. Und dann kann ich hier oder gibt es hier eben eine Möglichkeit, das anzugeben. Und das Komische ist, dass leider hier irgendwie die Zahlen manchmal verändert werden. Und ich verstehe nicht so ganz, wie das funktioniert. Und manchmal, aus irgendwelchen Gründen, funktioniert es und dann wiederum nicht. Also ich glaube, man muss es so einigermaßen angeordnet haben, dass man dann sagen kann, ordne es mir bitte an. Und ich kann auch hier also den Abstand dann festsetzen, sodass ich also tatsächlich, mal ein bisschen groß gewesen, nehmen wir mal. Jeweils so, ups, die gleiche Zahl. Und dann habe ich tatsächlich auch eine gleichmäßige Anordnung. Das kann unter Umständen also ganz interessant sein. Es gibt noch die Möglichkeit, in den Auswahlrahmen anpassen. Also das würde vermutlich bedeuten, dass wenn ich jetzt hier den Rahmen habe, ich wähle das an, dann wird das in drei Spalten und drei Zeilen so angeordnet, dass es also hier in diesen Bereich verteilt ist. Ja, also der Rahmen wird nicht größer, aber es wird da drin verteilt. Dann könnte ich zum Beispiel jetzt nur so mal als Beispiel ein Rechteck nehmen und das quasi vorgeben. Und könnte dann sagen, guck bitte, dass das hier drin verteilt sich. Ich tue also quasi rechte und linke Ecke festlegen. So ungefähr wie ich es haben will. Schiebe das gerade nochmal zur Seite, richte das Ganze aus und dann habe ich es eben innerhalb von diesem Rahmen dann also quasi verteilt. Nur so eine Idee, wie man das zum Beispiel verwenden könnte. So, ja, also das sind weitere Möglichkeiten. Das mit Reihe und Spalte irgendwie funktioniert es nicht immer, aber wenn es geht, ist es im Prinzip auch ganz praktisch. Das Schöne ist eben, dass es eben auch mit verschiedenartigen Objekten funktioniert. Hier kann ich noch ausrichten, ob es nach dem Rand oder nach der Mitte oder nach dem unteren Rand ausgerichtet wird, kann man sich dann auswählen. Also Reihen und Spalten. Und Ausrichtung, das sind ganz nette Möglichkeiten, die einem recht viel bieten, wenn die anderen Varianten nicht funktionieren, bei denen zum Beispiel automatisch etwas erzeugt wird.